Das sind nur Attrappen, guck mal. Kleine Drecksäcke. Was für Schweine! Guck mal! Das ist so mies! Warum machen die sowas? Die sind echt clever, die Jungs. Oh oh. Wenn der nicht schlafen will. Das ist so bescheuert. Das ist so typisch Metal Gear, ne? Was? Wie Sexleben? Welche Rolle spielt da der Wikinger? Was meinst du? 0011. Hä? Was er? Versteh nicht. Was? Ich finde ein Zelt, da ist ein Easter Egg versteckt. Mach ich mal, Kavan. Danke. Das mach ich mal. Kann ich den Wasserfall echt runterspringen? Lohnt das? Oh, komm, das ist noch eine Attrappe. Oh! Keine Attrappe. Doch, hä? Krass. Das sind echt Gummipuppen. Ne, der Wiki hat da gar nichts mit zu tun. Nur 011. Der hat ja gar nichts mit zu tun. Der hat sein eigenes. Sollte er mal machen. Die Viecher siehst du echt nicht hier im Nebel, ne? Ah, wie mies. Analysis complete. Analysis complete. Oh, die sind echt. Oh wow. Wow. Guard post captured. Eine Runde alkoholfreies Met. Alkoholfreies Bier trinke ich in der Tat, obwohl da auch minimal Alkohol drin ist. Aber Kopfkino-Ding. Ich meine, ich habe schon mal gesagt. Das habe ich sogar wirklich schon gesagt. Der Wiki ist der erste Mann, den ich liebe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, aber wie ein Bruder. Das kann ich wirklich sagen, ohne mich dafür irgendwie zu schämen oder so. Das ist echt, ne? Warte mal, die Wasserpistole, kann ich mir die nicht jetzt langsam mal holen? Das Ende von Fran Bo. Ich weiß es nicht, Alex. Ich weiß nicht, ob sich Fran das eingebildet hat oder ob es wirklich so passiert ist. So, jetzt soll ich das Radio hören, ne? Was, André? Police arriving on scene after neighbors called 911 found the father in his car listening to the radio. Several days before the murders, neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. Alter Schwede, das ist von PT. Wie geil ist es von PT? Die Nachricht von PT, Leute, wisst ihr noch dieses playable Teaser zu Silent Hills? Krass. Ist das geil, das ist echt von PT. Ich werde ja wahnsinnig. André, ich verstehe dich auch nicht, wenn du immer so Sachen schreibst wie bitte was, Bruger? Und dann Smiley mit ganz viel und runter. Ich verstehe. Oh, die Karte. Ach du Elend, ist das geil, Shuriko, ja. Das ist PT. Wie geil ist das bitte? Die haben... Ich meine, natürlich, Kojima war ja mit beteiligt, aber ich meine, zu dem Zeitpunkt... Ja, ich find's auch schade. Silent Hill ist weg, Kenji.
Na gut, man weiß nicht, was Konami draus macht. Ich glaube nicht, dass die jetzt sowas fallen lassen, weil das wird immerhin richtig gehypt. Aber man muss den Japanern gut halten, dass die Echte auch konsequent sind, was sowas angeht, ne? Wenn die das scheiße finden, dann lassen die das auch. Ich finde die Mission gerade richtig gut hier, ne? Könnte überall was sein. Ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass der kleine Kerl mich verarschen will da. Den wir da rausholen sollen. Ja, da gehen wir mal ganz schnell durch, ne? Okay. Oh. Lia, du kennst meine Mutter, ne? Thema Menschen, die schnell heulen. Bin ich halt gar nicht so, ne? Oh, schuldiger Falter. Ist doch hier, ne? Schuldiger... Sie kann das Betäubungsgewehr. Vertraut sie mir jetzt soweit? Das ist ja geil. Ja, Chris, so heiß ich. Hast du gut erkannt. Please specify a project. So, man wurde jetzt erst freigeschaltet? Echt jetzt? Keine Ahnung. Lass mal ganz kurz gucken. Ich weiß, es ist Stream, aber ich will mal ganz kurz gucken. Wurde es echt jetzt erst freigeschaltet? Um 19 Uhr steht bei mir. Also es hat schon Views und Kommentare und alles. Also es ist eigentlich seit 19 Uhr. Nee, habe ich gar nicht, Alex. Ich diss meine Mutter doch nicht. Aber die ist sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Wir waren ja im Schwedenurlaub, sind wir hingefahren zu meiner Schwester auf die Hochzeit. Resto Twitch, 2 Monate schon Subscriber. Danke, danke schön. Ja, heiße ich Alex. Und ich heiße sogar so wie der Wiki. Also der heißt nicht Florian, sondern der hat... Ich habe einen Zweitnamen und das ist der von Wiki. Nur mal so. Nee, auf jeden Fall, wir waren dort. Meine Schwester hat geheiratet, meine Eltern waren natürlich auch da, auf dem Weg nach Schweden. Und da hat die, glaube ich, in der Stunde, in der wir da waren, kurz, hat die, glaube ich, fast 3-4 Mal geheult. Ich habe ihr gesagt, Mutter, komm, bitte beherrsch dich. Es sind Menschen da, die kennst du nicht. Und deswegen, ne? Sei also gut, Mutti. Please select a mission. Kann ich eigentlich jetzt... genau das wollte ich gucken. Basiserweiterungen. Ich mache mal die Kommandoplattform. Wie sieht es damit aus? Wow. Wow. Deswegen Treibstoff. Ich brauche immer Treibstoffressourcen, ne? Ekelhaft. Frisch ekelhaft. Wie lange braucht denn eigentlich dieses Gewehr jetzt nochmal? Please specify a project. Ja, ich heiße Olaf mit zweiten Namen, Shuriko. Ich heiße Olaf. So, hier sieht es irgendwie ein bisschen verdächtig ruhig aus, oder? Was sind das für Apparate hier? Höfen? Kann ich bestimmt draufschießen, dass die explodieren, ne? Hier ist nichts los. Was ist denn da? Ist es stillgelegt, das Gelände, oder was? Hm. Kommt mir ein bisschen verdächtig vor, ne? Alles. Ich glaube, den Jeep transportiere ich gleich mal ab, dass den nicht einer zweckentfremdet, also damit rumfährt. Ja, ist echt so, ne? Ich habe immer Treibstoff zu wenig. Also wenn ich irgendwas bauen muss, dann habe ich immer Treibstoffmangel. Ich bin Odins dritter Sohn, ich wurde verstoßen. Ja, ist klar. Ja. Aber ich dachte, Loki war nur Adoptivsohn, oder? Thor und Loki sind Odins Söhne. Ich finde das hier ein bisschen... Das ist viel zu verdächtig, ne? Dass hier nichts los ist, du. Oha. Das ist sehr verdächtig. Hm. Vor allem die Dinger laufen noch hier, die Tanks. Irgendwelche Maschinen haben die noch angeschmissen. Wahrscheinlich ist das unterirdisch mit Licht oder so besorgt. Wow.
Wow, jetzt alles. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Ist alles voller Blut. Ach du heiliger Bimbam. Oh Gott, da muss ich erstmal ein Stückchen trinken. Ne? Ach so, wenn ich. Ab Mission 21 ist das Spiel auf PvP gestellt, ja? Okay, Karwan, wusste ich nicht, danke. Haben die an den Infusionsständern Radios angeschlossen, bitte? Echt jetzt? Wie funktioniert das mit dem Multiplayer? Kommen da einfach Leute in meine Welt und wollen mich abballern, ja? Finde ich leider ungeil. Oh nein, oder? Oh Gott, nicht irgendwelche aufgeschlitzten Experimente. Danke, Gasometers. Danke, danke, danke. Arigato. Das ist echt lieb, Leute. Ihr habt auch immer so eine Message mit dabei, die sehe ich jetzt erst. Ganz, ganz klein, mache ich mal ein bisschen größer nächstes Mal. Versprochen. Oh, komm schon. Okay, Karwan, das ist fies. Extraction arrived at Mother Base. Okay, so. Ach du Elend. Kann ich den irgendwie erlösen oder so? Oder? Hä? Der zuckt nicht mal. Scheiße, ey. Boah, was war's? Ist your body. Boah, ist das krass gerade, ne? Käfig auf, wie wär's damit? Oh nein, ist das das Kind? Danke, Shuriko. Tits or GTFO. Oh Gott, nee, jetzt, oder? Streichhölzer, Atanas, warum? Warum hab ich... Zum Anstecken? Nee. Boah, ist das mies, ist das mies. Das arme Kind. Da kommt Dr. Mabuse. Oh, das ist dieser Penner, ne? Ach, wegen Evil Within, ja. Streichhölzer, haha. Enye mosignet obane tot. Boy, break here, bun. Vamonos!
return with the rest of them. Oh God. Support helicopter requested. Whoa. What the hell is that? Run, boss. It's him again. You can't let him catch you, boss. Get out of there. Boss, I'll have the chopper touch down past the tunnel. Get over there now. Take cover, boss. Whoa. Ich wollte nur einen Käfig ablegen. Oh God. Nein. Okay, es war ein Fehler, die Käfige abzulegen. Scheiße. Ach du Scheiße, sie ist der Puppenspieler. Ist das wirklich Vol'jin? Oh Gott. Oh, der... Wow, wie soll ich denn? Wo ist die Sau? Oh wow. Find a way to stop him and exfil by chopper. Anytime you need advice. What the f***? Oh, super, ein Charlie. Haha. The fuck? Stimmt, danke. Ach, das ist Wasser, okay. Schon. Boah. Steh auf. How do you plan on stopping him? Look around you. See anything you can use. Yes. Ja, hätte ich jetzt die Wasserpistole gehabt. Okay, ihr habt recht. Oh Gott. Mit der Wasserpistole wäre es echt cool geworden. Ja, klasse, wie soll ich da durchkommen zum Heli, wenn alles durch ist? Es ist alles dicht. Versteh's nicht. Vielleicht wegsprengen? Nö. Boah, jetzt hilf mir. Ja, wow, du kannst noch hochspringen, ich aber nicht.
Leute, wo komme ich hier rauf? Get to the chopper, mach ich! Ist ja alles dicht. Nein. Ach, ich muss mir den rufen. Na gut. Please select a landing zone. Kann man mal machen. Oh! Medaille, Medaille, Medaille. Sehr geil. Sehr geil gemacht, Jungs. Habt da gut gemacht. So. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Please select a mission. Wie wär's mal mit... This is B-Quad. On station at LZ. Sehr cool. Heli über so ein Feuer fliegen, das ist sehr intelligent, aber es geht. Yay. Da ist sie, die Brüstefrau, die Pflanze, mein Pflänzchen. Alter Tukliner, grüß dich. Ich mag deinen Namen. Apropos, du heißt schon Tattoo Cleaner. Hast du eigentlich Twitter? Stimmen! Hab ein Achievement. Ich wünsche dir einen guten Appetit, Alex. Danke, dass du da warst. Freut mich. Ja, ich werd's schon irgendwie. Weißt du doch. Wie eine Eiche. Genauso alt bin ich auch. Brüste. B-R-U-S-T-E. So he was in Africa after all. Working behind the scenes. Even that man on fire at his beck and call. What the hell was going on at the devil's house? Earphones embedded in people's throats, tapes playing voices, and those lumps on their chests. They looked like the ones on the bodies at the oil field. The man on fire burned everything to the ground. But we were recording audio the whole time you were there. We'll conduct a thorough analysis of it. Das ist neu. Habe ich seit gestern. Deswegen, ich hab's auf Twitter geschrieben, aber... Good. He captured it alive. Was? Okay. Ja, Lia, du, wenn du durch die Haut trinkst, dann ist das doch okay. Saufst du halt eine Badewanne leer, wenn du baden bist. Ich stehe auf Hornhaut. Okay, Kenji. Ich so gar nicht, ne? Ich so gar nicht. Vom Training kriege ich immer voll die Hornhaut an den Händen. Und ich finde es eklig, wenn ich da irgendwie bei Lia über den Arm gehe und es hört sich so an, so... Dann denke ich so... Ich habe noch ein paar mehr Tattoo-Cleaner. Das war jetzt nur das Neueste. Ja, Shuriko, sollte gehen, klar. Danke, Machine Head. Ich liebe euch auch. Praise the Sun. Sieht man gar nicht, ne? Nee. Also. Meine dünnen Arme. Oh. Nee, gar nicht, Tattoo Cleaner. Ich bin Stammkunde und... Naja, ich gebe ja sonst nichts aus. Dann. Ich bin sehr sparsam eigentlich. Sehr sparsamer Mensch. Echt jetzt? Der macht das mit einem Phantomfeuer, zündet er sich die Phantomzigarre an. Striptease. Nee, nee, Altierer. Achso, das hat was mit der Krankheit zu tun. Die Fabrik des Todes, ja, ja, KKP, so hieß das. Boss, word has it that a Western arms dealer is going to be inspecting a CFA outpost. It appears he's involved with nuclear weapons development in the area. My hunch is that this guy is somehow connected to Cypher. Mike. I've got no proof, but we know Skullface is working through PFs in the region. Anyway, it just so happens a job connected to this inspection has come in. Please take a look at your iDroid. Mach ich gleich, mein Schatz. So, was kann ich denn noch bauen? Betäubungsarm?
Kann ja nichts schaden, ne? Kostet nur ein paar Pünktchen. Die Phantomzigarre nutze ich nie. Ich finde die echt sinnlos wie ein Kropf, ehrlich gesagt. Ja. Schlafgranate wäre nicht schlecht. Ja. Nachschub wäre gut. Ja, die paar Pünktchen habe ich ja noch. Oh, die Königin der Klingen, Artanis, das ist geil. Ich stehe ja so ein bisschen auf Kerrigan. Kerrigan. Kerrigan! Kerrigan ist super, das ist ein richtig geiler Charakter. Ich hoffe ja. Ah, ich freue mich schon auf Legacy of the Void, ne? StarCraft, da freue ich mich echt drauf. Das wird super. Soll ich mir mal eine neue MP-Gun, also eine Maschinengewehr? Ja, komm, machen wir auch mal mit, oder? Einfaches Metall, haben wir. Hat da. Was ist da eine gute Knarre? Oh, die hat eine Unterlauf. Seitenanbringung, seitlicher Optikplatz. Kostet auch nur Punkte, von daher. Bip. Für was gebe ich sonst aus, ne? Die Macht. Macht finde ich super, das Teil. Hört sich schon sehr geil an, ne? Na gut, das reicht. Development complete. Oh. Das ging ja flott. Please select a mission. Hi Barbecue Mann, freut mich, dass du wieder da bist. Ja echt, du warst schon länger nicht mehr da, das stimmt. Ja, endlich die Protoss-Kampagne, Soa, ich bin so gespannt. Um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht mal Heart of the Swarm gespielt. Das wollte ich ja auf der anderen Website machen, auf läuft bei uns. Weil, da hab ich echt Bock drauf, ne? Aber ich hab's irgendwie nie so auf dem Schirm gehabt und Strategiespiele. Ja, ich habe ja gesagt, ich spiele halt echt nur noch für YouTube. Ich spiele privat gar nichts mehr und das wäre halt dann echt geil. Ach, André. Müssen wir ein bisschen mehr mit den Leuten hier quatschen, dass die Moral steigt, oder? Wird mir Spaß machen, Kenji. Ja, ich hoffe's. Ich find's ja bei den Terranern schon sehr geil, aber mein Herz schlägt eigentlich für die Zerg, ne? Ich habe ja früher immer random gespielt, als ich noch StarCraft 2 gespielt habe. Natürlich mit Raster, weil ich konnte mir sonst die Keys nie merken. Oh, jetzt ist laut. Und, ja. Heart of the Swarm wird, glaube ich, so sogar mein Liebstes. Ich jetzt allein von der Rasse her, ne? Nee, Lia Pinky ist müde, weil die war heute zuerst mal wieder arbeiten. Sie hatte jetzt Urlaub. Nein, André, es ist ja nett von dir, aber... Das meine ich ja nicht, dass mit dem Schauen, dass du dich bedankst fürs Zuschauen. Ja, André, nicht vergasen. Mission List updated. Nein. So, kann ich denn jetzt schon was Neues... Nee, ich kann nicht... Ich brauche halt echt immer Treibstoff. Treibstoff. Wo kann man denn hier ganz viel Treibstoff holen? Wisst ihr das, Leute? Ich mache das dann eh auf Cam. Ich hole mir das dann, wenn ich die Nebenmission... Da spiele ich übrigens dann auch privat. Also ich mache echt privat die ganzen Nebenmissionen immer, wenn ich Zeit finde. Zurzeit halt nicht wirklich, weil ich mache halt noch die ganzen anderen Videos schneiden und so. Das dauert immer noch. Die Kriegswirtschaft. Einerseits finde ich es cool, wie das Spiel läuft, aber andererseits finde ich es doof, dass die Aufträge nicht off, also offline, dass es weiterläuft von der Zeit, dass man immer wirklich im Spiel die Zeit verbringen muss, dass es eben vorangeht von der Ausrüstung. Apropos Ausrüstung. So. Schuldiger Falter. Sehr geil. Hey, Quiet gefällt mir jetzt immer besser. Jetzt, wo sie betäuben kann, wird es richtig gut mit ihr, glaube ich. Müsste doch langsam schon stinken, oder? Ich finde es einfach super, wie er immer dreckiger wird, ne? Oh Gott, André. Das tut mir leid für dich. Ist wahrscheinlich keine schöne Arbeit dann, ne? Das wäre lustig, wenn wir hier auf einer Kunde als Hydra rumlaufen und Terra und Cosplayer anspucken.
Oh, André. Naja, gut, sind wir hin. Es kommt ein Schalldämpfer dazu. Das finde ich cool. Also Quiet mit Schalldämpfer und Betäubung. Wow. Das ist krass. Du, dann wird sie bestimmt richtig, richtig abgehen. Dann wird sie meine Begleiterin der Wahl wahrscheinlich. Ich meine, Doggy ist auch super. Aber das gebe ich dann die Nebenmissionen wahrscheinlich hoch. Ich glaube, wenn die Maximum haben, dann mache ich sowieso nicht mehr Begleiter mitnehmen und so. Und so, ne, und so. Oh, sie summt wieder. Enemy presence detected. The map has been updated. Boss, we have an emergency. Mother base is under attack. The enemy is over on one of our platforms, and they're holding some of our staff hostage. If we don't do something, they'll try to take off with our men. That would mean losing some of our finest manpower. Boss, take back that platform. This is a race against time. For all of us, get on this mission. Okay, och nein. Ein Zergling around about, ja, das ist so die Standardeinheit der Protoss. Der Zerg, meine Güte. Meine Güte. Kann ich die jetzt auch betäuben eigentlich in der Mission? Dann mache ich das. Deploying. Diese doofen Bots, ne? Die mit den Link... Wie gesagt, Leute, bitte nicht auf die Links klicken im Chat, wenn die das posten. Bitte, bitte nicht. Oh, ein Stoffzergling. Ja. Ich hätte gerne so eine, weiß nicht. Kennt der Hydralisk? Ist auch ein sehr schönes Lied. Guck mal, wie ich aussehen. The enemy have taken some of our staff hostage and are threatening to kill them if they're attacked. You can't rely on support from us this time. Anything we do might be seen as an attack. Boss, forgive me. Can't believe I let an enemy force in right under my nose. Was? But one thing's for sure. They're gonna pay for it. Make certain of that, boss. Ich muss aufpassen wegen Quiet. Weil die kann mir abhauen? Nee, da passe ich auf. Wahrscheinlich muss ich regelmäßig mit ihr duschen, oder? Ich bin mal gespannt. Halb die Säcke mal sehen, ob es klappt. Wer ist Freund und wer Feind? Bleib stehen. Länger. Yes. Ist kein Gunfire, du bist schon ohnmächtig, ja. Die sehen so unschuldig aus hinter ihrer Maske. Oh Gott, nein. Alle sind Feind, okay. Danke. Wow. Wie viele denn noch? Ihr Pfeifen. Hört auf, ihr Pfeifen. Ja, das ist Zeitlupe nachfragen. Man kann es, glaube ich, auch verbessern, wenn man, wenn man gewisse Leute in Truppen einsetzt, dann kann man, glaube ich, diese Zeitlupe verbessern. Das Reflexsystem. Man kann es aber auch ganz abschalten, wenn es einem zu einfach ist, zum Beispiel. Ja! Quickscope, ja. Okay, ich sehe keinen.
Das ist doch schon meins. Ich kann die echt nur abholen lassen, obwohl die schon mir gehören. Das meine ich eigentlich, oder? Wenn der Boss gefangen genommen wurde, nicht weiter schießen. Okay. Mach ich nicht. Boah. Was ist hier Eindringlinge? Das ist meine Basis, ihr Säcke. Ich glaub's hackt. Wo seid ihr? Ach so. Ach so, das kostet Geld, weil das sind meine eigenen Waffen. Wow. Wow. Danke, Soa. Okay, dann werde ich sie nicht rausfliegen lassen. Das wäre vielleicht nicht so geil dann, ne? Ein kurzer Prozess. Schlaus hackt. Oh oh. Wow. Nein, lauf schneller, Snake. Extraction failed. Ach, der war nicht... Okay. Was, was, was? Geiseln nehmen? Der Typ bei den Geiseln. Achso. Ich darf nicht schießen auf den, oder? Ich darf ihn aber schon ausschalten, oder? Also, ich meine, betäuben und einsacken. Hi, Bienchen. Grüß dich. Also... Okay, ich verstehe das nicht ganz. Ich darf nicht schießen. Wow. Wie viel wert wir beim Thema Nahrung? Ich hab's auch gehört, Lia. Irgendwas haben die Katzen gerade gemacht. Beim Thema Nahrung legen wir eigentlich schon viel Wert drauf, dass wir uns gesund ernähren, sondern das viel Gemüse. Ne? Ich darf ihn ausschalten durch Betäubung, okay. Ne, da legen wir schon viel Wert drauf. Also immer viel Gemüse, ne? Und gesund. Wenn wir Pasta machen oder Nudeln, dann meistens Vollkorn. Wer sieht mich da? Wow. So. Die Ring, du hast gar nichts gehört. Nein, 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 das ist cool. Alter Schwede. Stimmt schon, Rico, mach ich, danke. Habe ich gar nicht dran gedacht. Danke, danke. Oh ne, die haben Alarm ausgelöst, oder? Ach nee. Was, was, was? 0%. Ach, da ist was drüber. Aha. Das sieht man ja nicht gleich, ne? Mehr Bruce Foodporn. Ja, würde ich gerne. Ich muss es halt immer erst schneiden. Das ist so ein bisschen problematisch. Aber ich gewöhne mich langsam an ein neues Schnittprogramm. Ich habe mir jetzt vor einiger Zeit dank Wiki Sony Vegas gekauft. Das ist echt total günstig. Das kostet, ich glaube, das 13er hat 20 Euro gekostet. Ich weiß noch, früher die Dinger, die haben 500 Euro oder was. Ne? Hatte ich mir echt nicht gekauft. Habe ich mir ganz billiges. Aber das ist cool. Macht Spaß damit zu schneiden und da kriege ich das auch schneller hin. Muss mich halt nur reinarbeiten. Ja. Apropos, ich habe heute mit Homer J gesprochen, also Basti. Und er hat auch gesagt, ihr könnt ja auch, wow. Für das Merch und so weiter könnt ihr auch gerne Vorschläge machen, zum Beispiel Motive. Oh, was? Ich habe zum Beispiel jetzt schon, einmal Penner-Gesicht, das wäre ganz lustig, hat er auch gesagt, so, ja, kann man machen, so Sprüche sind halt ziemlich lustig. Dann hätte ich zwei Pandas von der lieben Schoko, die sie gemalt hat. Und so Sachen halt. Da gibt es halt echt alles. Da gibt es Mauspads, da gibt es Hoodies, da gibt es Polohemden, T-Shirts, Tassen. Ne, ist cool. Was ist passiert?
Ciao, Fenrir. Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht, aber Fenrir. Mach's gut. Was haben sie geschafft, Lia? Den Hydralisk-Cosplay auf YouTube. Was? Krass. Ja, Penner-Gesicht. Oh, ich höre da oben was. Oh, oh. Schweinebärmann. Ja, das ist ja aus... Das ist ja aus South Park so. Das habe ich irgendwie... Ich habe das nur irgendwie mal gesagt und dann hat mir jemand gesagt, hier, das ist aus South Park. Das wusste ich gar nicht. Ich kenne South Park ehrlich gesagt gar nicht so gut. Nee. Wow. Das war eben beinahe richtig dumm von mir, ne? Hundegesicht. Hundegesicht, natürlich. Oder ich habe jetzt gedacht, da gibt es auch so eine nette Kombination, was Homer J hat. Eine Eichel und Käse. Also ein Stück Käse. Missionsaufgabe erledigt, okay. Boss, that person you fooled and extracted turned out to be the target. Wow. Nein. Was? Attention hostile force. We have eliminated your commander. Ach so. Nee, da dachte ich an eine Nase und einen Arsch, also Nasenatmer. Du dreckige Lemure hat er übrigens auch, fand ich sehr lustig. Oh, Jagdflieger? Na gut. Hallo, Souls over Souls. Ein Foto von uns Kacknoobs auf dem Shirt. Richtig sexy. Nee, das muss nicht sein. Mission complete, Boss. Nee, Marcello, danke. Was? Rang? Nichts? Warum habe ich keinen Rang bekommen? Wie gesagt, das ist halt sowas. Merch ist jedem selbst überlassen. Muss man nicht kaufen. Und wenn man dagegen ist, ist es auch cool. Wirklich, also. Ne? Ist cool. Boss, we figured out who that enemy commander was. He was on the staff at Mother Base 9 years back. Wow. Despite surviving the attack, he broke off from us and spent his years terrified that a cleanup squad would come after him. The isolation screwed with his sense of loyalty. A rumor, source unknown, had him convinced that the attack 9 years ago was orchestrated by you yourself. The big boss sold out his comrades to hide from the world. He thought that's why you weren't at the base that day. He was so desperate to take us down. He built up his own PF, copying us in every way. His idea of the perfect revenge. But in the end, he was just a victim of disinformation. I'll leave you to decide how to deal with him. Echt? Cooler Tarnis. Der Wiki macht die Lost Alpha. Guck mal bei Wiki rein. Nur mal so. Hallo Hokus Pokus. Nee, wie gesagt, ich hab nichts dagegen, wenn man seine Meinung gegen was ausspricht. Ich find's nur doof, ehrlich gesagt. Wenn man es immer wieder hört. Also es gibt halt wirklich Leute, bei den Vlogs zum Beispiel, ich schätze mal, wie gesagt, es ist mir Schnuppe, aber dass immer dieselben Leute ein bisschen Kritik äußern in Form von Dislikes. Die machen das Ding auf, Dislike machen es zu wahrscheinlich, weil sie es nicht gucken wollen. Kann ich verstehen. Aber warum gucke ich es dann? Also warum mache ich das Ding auf und mache es wieder zu? Dann ignoriere ich doch sowas. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Mentalität von manchen, dass die einfach meinen, sie müssen immer stumm machen, obwohl sie merken, sie laufen damit gegen Wände. Aber aus Prinzip. Ich bin jetzt so verbohrt und lasse es halt so, ne? Naja. Muss jeder selber wissen. Ich feiere das, wie ihr das feiert. Echt jetzt mal. Das gefällt mir richtig gut, dass ihr die Vlogs so gut findet. Hallo Lefay. Oder Lefay, ne? Morgan Lefay. Nein. Morgana hieß sie doch. Dollar Morgan. Oha, A++. Noch jemand? 7a. Ey, es wird voll gut. Ich kann die ganzen B, C und Ds alle raushauen.
Nee, Turbobine, nicht unbedingt. Nee, sag sowas nicht. Das hat nichts mit Dummheit zu tun. Die sind wahrscheinlich sehr berechnend. Also. Boss, listen a moment. I want to bolster our security to guard against enemy attacks. What I have in mind is to create a security team that can defend each of the platforms. Can I go ahead with that? Complete. So from now on, give some thought to building up the security team as well. One other thing. To divert some of the risk posed by our enemies, I'd like to construct a forward operating base. Dann hallo Nadine. The more bases we have, the more staff we can house and the more materials we can secure. Dazu möchte ich was sagen, so, jeder unbegründete Dislike ist Schwachsinn und feige. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Dislikes sind schon okay. Wie gesagt, ich finde es schon sinnvoll, dass es die Funktion gibt. Allerdings neigt es dann doch zum Missbrauch. Ebenso können auch natürlich Likes missbraucht werden. Dass jemand zum Beispiel sagt, ich gucke das Video nicht, ich like es aber und mach's wieder zu. Verstehst? Deswegen, es hat schon Sinn und Zweck und ich finde es auch nicht verkehrt. Wenn jetzt zum Beispiel jemand was sehr... Wie soll ich sagen, wenn mich jetzt zum Beispiel was persönlich beleidigt oder ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr einnehmend ist mit seiner Meinung, sehr strikt, dann, ich meine, ich habe wirklich sehr wenige Videos disliked, muss ich mal dazu sagen. Aber ich würde es dann auch disliken, weil es gefällt mir halt einfach nicht. Das ist dann meine Art, mich auszudrücken und zu sagen, nee, das finde ich scheiße. Wie gesagt, aber wenn es dann so ein bisschen, weiß nicht, aus Neid heraus, ist ja gerne ein Argument. Oder eben aus Missgunst heraus oder weil bla Grund XYZ gemacht wird, dann ist es natürlich doof. Wenn es begründet ist, okay. Es gibt ja auch manchmal Leute, die treten mit Absicht auf Füße und deswegen haben die es dann auch verdient. Oder wollen es sogar. Ich meine, es gibt zum Beispiel YouTube-Poop-Videos. Kennt ihr das? YouTube-Poop? Je mehr Dislikes die haben, desto stolzer wäre ich als Macher, weil das ist ja genau die Absicht dahinter. So ein YouTube-Poop soll ja scheiße sein. Mit Sa, So, Sees. Sucht man nach YouTube-Poop, also P-O-O-P, dann wisst ihr, was ich meine, wenn ihr die Videos schon kennt. Viel Spaß. Ich feiere das. Naja. Mach's gut, Haka. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Jawohl. Guck mal, ich sehe schon richtig stinkig aus, oder? So richtig. Bald kommen die Fliegen. Was? FOBs bauen. Der Bau von FOBs, vorgeschobenen Einsatzbasen, erhöht die gesamte Personalkapazität, die Menge der durch Materialbeschaffung erhaltenen Materialien und die Anzahl der Einheiten, die sie zu externen Aufträgen schicken können. Wupp, wupp, wupp. Ist ja nice. Ja, toll, dass ich keine bauen kann, ne? Ah, ne, doch, kann ich. Ha, Gewässer. Ich muss Gewässer kaufen. Ach, guck mal an. Ah, natürlich Nordpazifik, oder? Ja, komm. Kostet nichts. FOB Construction complete. Die erste FOB, vorgeschobene Einsatzbasis, wurde fertiggestellt. Was? Genau, du Hoden. Danke, Firefist. Was? Ich hätte gerne eine Californication-Kaffeetasse mit Bruger-Konterfei. Wow, Californication. Fand ich übrigens cool. Habe ich die ersten drei Staffeln gesehen. Erinnerst du dich eigentlich an die PNs, die du bekommst? Death Metal Storm. Ich bekomme sehr viele PNs, aber ich gucke, dass ich wirklich alle lese. Manche beantworte ich leider nicht, weil es dann immer ist, supporte mich hier, mach ein Let's Play Together mit mir und das sind zu viele, aber ich versuche es echt. Ihre gesamte Personalkapazität wurde erhöht, sodass sie mehr Leute rekrutieren können, die Materialbeschaffung, bla 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 bla. Okay. Cool. Cool, cool. Aber ich kaufe mir die anderen Gewässer natürlich auch noch, bin ja nicht... Oh. Wollte schon sagen, bin ja nicht doof, jetzt kostet es aber richtig. Ah, guck mal. Was? Was zur Hölle? Ich brauche hier 1000 Münzen. Oh, das ist geil. Indischer Ozean. Wow. Ich habe nur 150 Münzen. Wie soll ich die denn sammeln? Muss ich dafür Leute überfallen? Habe ich keinen Bock drauf. Echt jetzt mal. Na gut, dann. Commencing platform construction. Oh toll, jetzt muss ich die ganzen FOB... Oh Leute, das wird mir echt zu komplex, ne? Bruger, es gibt einen Typ, der macht eine Videoreihe. 10 Dinge, die du nicht weißt über etwas. Wenn ihr eine Sache davon wusstet. Das ist übrigens Vati Vidya, Shuriko. Er sagt ja auch, you can dislike without bad feelings. Der sagt, wenn ihr zum Beispiel in Majula 10 Dinge... Also 10 Dinge in Majula, und er sagte, wenn euch das überhaupt nicht geholfen hat, dann dislike ruhig, ohne schlechtes Gewissen. Und wenn es euch geholfen hat, dann liked. Finde ich okay, aber Vati Vidya... Der wird auch ganz schön hart supported auf Patreon. Finde ich aber gut. Der macht echt gute Arbeit und macht das sehr, sehr interessant. Also ich mag Vati Vidya.
Der ist ein sehr angenehmer Mensch, finde ich, so von dem Reden her, was er so sagt. Naja. Wo war ich? Ich rede schon wieder viel zu viel. MU-Bewegung. Ach man, lass mich raten. Ich muss das auf jeden Fall online jetzt machen, ne? Ich will nicht online spielen. Habt ihr vielleicht schon geschrieben, ja? Unit Function added. Was sich mit Hackfleisch überschüttet, Lea. Ey, die haben jetzt nicht das schlechte Hackfleisch gegessen, oder? Die Katzen. Free-to-play-Mist, das dauert bestimmt ewig, bis man die Kohle hat. Na, dann lasse ich es lieber so. Dann beschäftige ich mich gar nicht damit. Ich glaube, das begrüßt ihr wahrscheinlich auch. Wenn ich da gar keine Zeit rein investiere, oder? Staff assigned. Alter Schwede, der ist richtig gut, guck mal. Development project has been added. Krass. So. Please specify a project. Okay. Ach, die, das ist eine PvP-Basis. Kann ich die nicht irgendwie offline weiterlaufen lassen, die Basis? Das wäre mir schon ganz lieb, ehrlich gesagt, ne? Oh, das ist auch eine schöne... Na gut. Sicherheitsgeräte. Please specify a project. Okay. Es ist 21.57 Uhr. Ja. Ich mache gleich Schluss, Leute. Aber ey, danke, danke nochmal an alle. Wirklich, das ist der Wahnsinn. Ihr seid toll. Ich liebe euch. Nicht so wie zwei besondere Menschen, aber ich liebe euch trotzdem so ein bisschen. Ach so, ich soll die für echt Geld kaufen, die Münzen. Sag mal, haben diese noch alle? Ich kaufe mir doch nicht für echt Geld Münzen. Hallo? Bin ich Graf Bonds oder was? Mach's gut. N1T-Kanal. Knight-Kanal. Ist inkompetent. Nein, du bist nicht inkompetent. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Na gut, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ein paar externe Aufträge in Auftrag geben. Oder veranlassen. Please select a mission. Treibstoff. Oh ja, bitte, komm. Bitte hol Treibstoff, Kinder. Unit dispatched. Ich brauche keine Freiwilligen. Treibstoff. 24%? Wollt ihr mich verarschen? Unit dispatched. Oh, Shuriko, ob ich dich heiraten will? Ja, bitte. Bitte. Ja, toll, das ist überall FOB-Zeug, ne? Hier. Ne? Ich werde in Zukunft dann offline spielen, Leute. Oh, dankeschön. Ja.